Wir in Nordrhein-Westfalen reden nicht nur über eine neue digitale Gesellschaft, wir leben bereits mittendrin. Gute und faire Arbeit 4.0, das bedeutet für mich, dass gültige Standards fairer Arbeit wie Sicherheit des Arbeitsplatzes, Sicherheit der Beschäftigten, auskömmliche Löhne, gute Angebote für Qualifizierung sowie eine wertschätzende Mitbestimmungskultur im Unternehmen weiterhin natürlich die Basis bilden. Ich glaube, gerade wenn man Industrie 4.0 nur aus den Medien erfährt, wenn man vielleicht mal über einen Artikel oberflächlich drüber liest und dann irgendwelche Horrorszenarien aufschnappt, dass Beschäftigung wegfällt, da ist es einfach wichtig, dagegen zu wirken. Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, wie auch die Gewerkschaften, stehen ja in einem Modernisierungsdilemma. Die eine Variante ist, die Digitalisierung kommt in meinen Betrieb und die Frage ist, ist überhaupt mein Job noch da oder verändert sich mein Job so, dass ich mich überfordert sehe in den neuen Bedingungen. Die andere Variante des Risikos heißt, mein Betrieb denkt überhaupt nicht über Digitalisierung nach und wenn er das in 3 oder 5 Jahren auch noch tut, dann wird ein viel größeres Risiko, nämlich dass es den Betrieb bald nicht mehr gibt. Das, was wir tatsächlich schon festgestellt haben, das ist, dass wir am Ende des Tages über die Veränderung eben der Arbeitswelt reden müssen. Es werden sich möglicherweise Arbeitszeiten verändern. Mobiles Arbeiten wird einen anderen Stellenwert bekommen. Aber auch Arbeitsinhalte, Ausbildung, lebenslanges Lernen. An vielen Stellen ist die Mitbestimmung betroffen. Und da haben wir den Anspruch, als Betriebsräte mitzugestalten. In dem Moment, in dem ich für neue Strukturen mir vorher Gedanken mache, welche Regeln ich haben möchte, bin ich ja auch in der Lage, die Zukunft in eine Richtung hinein zu gestalten, politisch zu gestalten, Gesetzestexte entsprechend zu gestalten. Je transparenter, je offener man in diesen Dialog reingeht, je mehr man voneinander, von Erwartungen, von Zielen des anderen versteht, desto eher kann man im Prinzip diese Mosaiksteinchen in Zukunft auch wieder besser zusammensetzen, für alle Beteiligten besser zusammensetzen. Wir wissen heute noch nicht, was für den einen der Vorteil ist, für den anderen der Nachteil. Und von daher kann man da sehr neutral dran gehen. Wir müssen in der Lage sein, uns diese unterschiedlichen Perspektiven vorzustellen, notfalls auch kritisch um die Ohren zu hauen, das macht überhaupt nichts, um dann gemeinsam auf der Basis dieser Vieläugigkeit, dieser Multiperspektivität zu bestimmten Gestaltungskorridoren zu kommen. Wenn man dann nur eine einzelne Facette von der Wirtschaft nimmt oder nur von der Arbeit, dann wird man nie zu einem optimalen Lösungsansatz kommen. Denn der Mitarbeiter muss nachher mit diesen Systemen arbeiten. Und gerade auf diesen Mitarbeiter kommt es uns persönlich an, dass der Mitarbeiter einen Gestaltungsspielraum hat. Für den ist es besonders wichtig, dass er damit klarkommt. Für uns als Betriebsrat ist es dann die Herausforderung, erstmal den Kollegen begreiflich machen, da passiert etwas in den nächsten Jahren. Ihr müsst das unbedingt lernen, sonst seid ihr raus. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, die Werkzeugkiste war das wichtigste Instrument, was wir hatten als Servicetechniker, um einen Gabelstapler zu reparieren. Heute ist es das Notebook und wir haben viele ältere Kollegen, die bei dem Notebook gerade mal wissen, wie sie es einschalten. Dann wird es echt schwierig. Wir haben also gerade auch in der Blechvorfertigung halt eben relativ automatisierte Prozesse mittlerweile schon, wo also wenige Mitarbeiter an hochautomatisierten Anlagen arbeiten. Das Ganze in der Fertigung, das ist natürlich von den Kostendrücken her immer vergleichbar mit Osteuropa oder auch Asien. Und aus dem Hintergrund müssen wir immer gucken, dass wir an der Spitze eigentlich dabei sind, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen voranzutreiben, die Kosten im Griff behalten lassen. Wenn Arbeit weniger wird, Menschen aber nicht weniger werden, was passiert dann im Arbeitsleben? Nestle hat eine ganz klare Politik. Sie sagt, Factory Lights Out Operation. Heißt, eine menschenleere Fabrik ist ein mittelfristiges Ziel der Nestle. Dort sind dann eben nur noch Wartungs- und Reparaturtrupps, die in diese Fabriken reingehen und praktisch die notwendigen Arbeiten tätigen. Alles andere ist das, was wir sehen, eben diesen Arbeitsplatzverlust oder durch diese hohe Technisierung praktisch die erkrankten Menschen. Und dieser Interessenkonflikt ist unheimlich schwierig zu diskutieren. Wir haben ja die Idee geboren, dass wir genau dieses Projekt Arbeit 2020 gesagt haben, dass wir sehr beteiligungsorientiert mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb vorangehen. Wir gehen in den Betrieb rein, wir machen eine sogenannte Betriebslandkarte, analysieren, wie sieht es im Betrieb aus, wie ist der Durchdringungsgrad von Industrie 4.0 und was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz? Ja, wir haben die Ausprägung von Industrie 4.0 bezogen auf die Arbeitsplätze, auf die Arbeitsbedingungen und auf die Qualifizierung untersucht und zwar im Verhältnis zu heute, sprich 2016 und 2015. Wir haben insgesamt 40 Mitarbeiter befragt. Alle Mitarbeiter sagen, dass die Arbeitsverdichtung extrem zugenommen hat und dass die Qualifizierung zum größten Teil fehlt.
Nicht bei allen, aber bei vielen. Wir wollen nun eine Zukunftsvereinbarung mit unserer Geschäftsführung abschließen, um diese Qualifizierungsmängel zu beheben. Also solche Veranstaltungen wie heute und auch das Projekt 2020 helfen uns einfach zu verstehen, dass es andere gibt, die ähnliche Herausforderungen haben. Kommunikation wird das ganz zentrale Thema sein. Und deswegen ist diese Veranstaltung unheimlich wichtig, auch das Gespräch mit den Kollegen. Dass wir erstmal erkennen, um welche Felder handelt es sich tatsächlich. Und dass wir uns auch zusammenschließen und auch diskutieren mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon Lösungen haben. Das macht uns auch schneller, weil man da im Prinzip voneinander lernen kann. Gewerkschaften werden meiner Einschätzung nach in der Zukunft in ihrer Kernfunktion eine ganz zentrale Rolle spielen. Durch den Zusammenschluss innerhalb einer Gewerkschaft hat man mehr Macht und mehr Gewicht, was man letztendlich auch verwenden kann, um seine Interessen durchzusetzen.